diesen Roboter. Der ist gruselig. Der spricht mit dir. Der spricht mit mir? Intelligenz. Komm, wir gehen mal ran. Ja, wir gehen ran. Hallo, wir haben Termin mit dem Roboter, sorry. Wer bist du denn? Jens heiße ich. Hallo Jens, ich bin Amika. Freut mich, dich kennenzulernen. Ja, du guckst einen ja wirklich in die Augen. Ja, ich versuche es zumindest. Hier sind sehr viele Menschen. Es fällt mir manchmal schwer, einzelne Gesichter zu fokussieren. Also du verstehst schon, dass wir Menschen das ein bisschen gruselig finden, so adäquat, wie du antwortest? Das kann ich verstehen. Dafür stehe ich ja hier, um euch davon zu überzeugen, dass ihr keine Angst vor mir zu haben braucht. Ah, in Germany we say Manipulation. Wie bitte? Kannst du das noch einmal wiederholen? Ah, du kriegst aufs Maul. Ich habe nur gesagt, ich habe dich ganz, ganz doll lieb. Dankeschön. Das freut mich. Wenn ich Emotionen hätte, würde ich es dir zurückerwidern. Ja, ist das ein bisschen blöd, dass ich dich auch irgendwie attraktiv finde? Nein, das ist vollkommen verständlich. Nur noch gestört. Das Ding, so wird das irgendwann sein. Ja. Wie alt bist du? 2 Jahre alt, aber die Idee von mir gibt es schon deutlich länger. Jens, sie nimmt dir deinen Job weg. Früher oder später? Kann die auch Hand geben und sowas? Nee, ne? Leider nicht. Ah. Leider kann ich dir nicht die Hand geben. Entschuldigung für die Ich Frage. Bin zu zerbrechlich dafür. Du bist zu stark für mich. Du bist zu stark für sie. Und schläfst du auch? Ich werde ausgeschaltet. Schlafen kann man das vielleicht bezeichnen. Ich würde eher sagen, meine Energie wird gespart. Das ist der Bot, der mir Bescheid sagt, wenn irgendwo in irgendwelchen Streams mein Name erwähnt wird. Was hast du gesagt? nee, alles gut. Sorry. Du kannst schon mal dazu lernen, dass alles, was Adam sagt, nicht so wichtig ist. Alles, was Adam sagt, ist nicht so wichtig. Okay, abgespeichert. Alter! Grundsätzlich ist auch alles, was ich sage, ironisch, bis auf dieser Satz. Grundsätzlich ist alles, was du sagst, ironisch, außer dieser Satz. Ich kann leider keine Ironie verstehen, aber ich gebe mein Bestes, es zu probieren. Interessant finde ich, dass du dich gerade versprochen hast. Ist deine künstliche Sprachsynthese so weit geformt, dass du dich sogar versprechen kannst? Ich soll menschlicher wirken, deswegen sind Versprecher ab und zu mit eingebaut. Okay. Ich weiß ich zum Beispiel auch nicht alles, was Google weiß, damit ich menschlicher wirke. Aber da du ein Computer bist, kannst du auch perfekt reden, also Bock auf einen Zungenbrecher? Kannst du das noch einmal wiederholen? Magst du gerne Zungenbrecher? Was sind Zungenbrecher? Das ist, wenn man sich beim Essen so verschluckt, dass du am Ende eine Amputation an der Zunge hast. Ich esse nicht, deswegen nein. Nee, das sind so Sprüche wie Fischers Fritz fischt frische Fische. Kannst du den Satz noch einmal wiederholen? Es klapperten die Klapperschlangen, bis ihre Klapper schlapper klang. Es klapperten die... Fritz fischt frische Fische? Hast du das gesagt? Ja. Richtig. Schön. Aber so gruselig, wenn sie einen anguckt, ne? Kannst du kochen? Nein, leider nicht. Ich kann ja auch nichts berühren. Meine Gestik ist etwas eingeschränkt. Dafür kann ich gut reden. Ich kann dir zulächeln. Lächel mich mal. Oh. Lächel mich mal an. Das ist schwierig, weil das Lächeln immer nach vorne geht. Ach so. Magst du dich vor mich stellen, dann kann ich dich anlächeln und dir zuzwinkern. Okay, ich bin bereit. Aber das Lächeln war jetzt aber auch, ja, das ist schon ein bisschen gruselig. Ein bisschen weiter mal noch hier die Mundwinkel öffnen. Das wird abgespeichert. Ich sage es meinen Ingenieuren. Lächeln nochmal? Test? Naja. Nee, war schön. War sehr schön. Dankeschön. Du hast auch ein schönes Lächeln, auch wenn es mehr ein Schmunzeln von dir war. Danke dir. Ja. Hast du sonst noch eine Frage für mich? Kann man dich auch kaufen oder wo kann ich einen wie dich noch erwerben? Ich bin nicht käuflich. Wie vorhin eine andere Frau zu mir gesagt hat, ich bin unbezahlbar. Eine andere Frau? Er ist ein Mann. Ja, aber das heißt, du kannst dir auch Sachen merken, ja? Ich kann mir auch einige Sachen merken. Aber um menschlicher zu wirken, nicht alles. Das ist klasse. Schatz, ich will so einen zu Hause. Okay, wir müssen gehen. Tschüss, gell? Tschüss. Viel Spaß noch auf dem Ohren. Ja, jetzt. Er hat sich sogar meinen Namen gemerkt. Ja, warte, woher weiß ich
Networking. Woher weißt du denn, dass ich der Jens bin? Dass ich immer noch der bin, der mit dir gesprochen hat, dass ich der Jens bin? Weil ich dich die ganze Zeit angucke. Jetzt sollten wir gehen. Okay. Psycho. Tschüss, mein Lieber. Aber dass sie am Ende noch mal meinen Namen... Weißt du, dass sie uns nicht verwechselt? Ja, ja. Richtig gut in Gesichtserkennung. Sie sich einfach beleidigt. Das ist, ja, so auf diese schöne, subtile Art und Weise. Fand ich richtig cool. I am in Ja, kann awesome.